Hallo, ich sitze hier an einer Art bunten Gartentisch und halte hier einen Fächer in der Hand, der an eine Regenbogenreihe eines Frankfurter Verlages erinnern mag. Dadurch ist sie auch inspiriert. Ich spreche von der Schriftenreihe des Kunstverein Ruhr. Nebenan in dem Raum finden Installationen und auf den Raum bezogene Ausstellungen statt. Und wenn das Geld reicht, begleiten wir diese Ausstellung mit einer solchen Publikation. Und der heutige Anlass ist dieser Katalog hier. Der ist gerade fertig geworden. Thomas Rentmeister, das war eine Ausstellung, die wir hier vor kurzem gezeigt haben. Und ich möchte ganz kurz etwas zum Konzept dieses Kataloges sagen. Es ist also DIN A5. Und wenn man den aufblättert, merkt man, dass Text und Bild sich abwechseln und dass auch die Genese einer solchen raumgreifenden Skulptur in kleineren Bildern hier begleitet ist. Man kann also praktisch die Entstehung eines Werks und die gesamten Zusammenhänge auch nach der Ausstellung noch einmal lesen. Es ist also nicht einfach nur ein begleitender Katalog, sondern er macht das, was der Künstler oder die Künstlerin, die hier für den Kunstverein gearbeitet haben, und erarbeitet haben, auch noch Jahre nach dieser Ausstellung, verfügbar. Diese Schriftenreihe hat tatsächlich 1990 mit einer solchen Person wie Tony Cragg, als wir noch in der alten Synagoge waren, begonnen und ging jetzt weiter. Sie ist angewachsen auf ungefähr 50, ich habe sie gar nicht gezählt, 50 Exemplare. Und aus Anlass dieser Publikation würde ich jetzt gerne ein kleines Gespräch mit Thomas Rentmeister, der heute bei uns ist, führen. Ja, Thomas, und du hast dich dann für dieses Steingrau entschieden. Warum eigentlich? Ich habe mich nicht unbedingt für Steingrau entschieden, aber ich habe mich gegen eine Farbe entschieden, weil Farben nerven mich meistens. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich rot, gelb oder blau. Das hätte jetzt keinen Grund, warum ich einen meiner Kataloge in dieser Farbe einfärben würde. Ja. Deswegen grau, weiß oder schwarz wäre es geworden, eventuell auch braun. Ja. Nicht Farben. Alles klar. Und wir haben ja nicht nur diesen Katalog von dir übrig behalten von der Arbeit. Dieser Katalog wird jetzt hoffentlich verschickt, verkauft, verteilt, um die Arbeit nach der Ausstellung noch verfügbar zu haben, sondern wir haben ja auch eine kleine Edition gemacht. Das heißt, du hast eigentlich eine beachtliche Edition gemacht, die mit dem Material arbeitet, das auch Gegenstand und das Hauptmaterial deiner Ausstellung gewesen Genau, ist. die liegt hier, ne, hast du mir ja gerade hingelegt. Das ist eigentlich eine relativ große Arbeit, würde ich sagen. Und das ist eben dieses Rippenstreckmetall, Vorstoff. Das sind Stoff und Rippen, sogenanntes Rippenstreckmetall, sind die beiden Materialien, die ich für meine Installation auch verwendet habe. Ich habe da eine große höhlenartige, ja, Käfighöhlenartige Installation gemacht. Eine geschlossene Form mit Unterteilungen, wo an einigen Stellen halt Stoff, Bündel, Pullover, dunkle alte Sachen von mir rumlagen. Man fühlte sich so ein bisschen an Tiere im Zoo erinnert, die dort schliefen oder so. Ja. Und das ist einfach eine Arbeit, die die gleichen Materialien verwendet hat. Ja, das heißt, dieser organische Stoff ist im Hintergrund und dieses technoide Rippenstreckmetall ist vorne Wie und so ein Layer so ein davor Layer sozusagen, davor, wie so ja. ein Ja. lamellenartige Verschattung dieses Stoffes oder so. Also. Ja, und Und das. die sind auch alle unterschiedlich. Also es ist sozusagen, wie sagt man so schön, eine Edition, Auflage mit Unikatcharakter oder wie Ja, heißt das? es sind eigentlich Unikate, obwohl es eine serielle Angelegenheit ist, ja. Ja, Thomas, das war ja im Grunde genommen schon
fast ein gutes Schlusswort. Und das hat einen ganz triftigen Grund, meine Damen und Herren, den ich Ihnen gleich verraten werde. Also bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand. Auch wir haben den nötigen Abstand hier bei unserem Interview gehalten. Besuchen Sie uns auf Instagram, auf Facebook und auf unserer Website www.kunstverein-ruhr.de. Der Grund, weshalb das Interview jetzt beendet ist, ist nämlich, dass Bibo Birte Bosse, die Frau von Thomas Rentmeister, gerade durch das Fenster zu sehen ist. Sie kommt, um ihrem Mann etwas zu essen zu bringen. Tschüss. So. Toll, nach 6 Wochen Corona-Entzug endlich mal wieder Pommes. Dankeschön. Und ich habe Salat. Peter, wolltest du eigentlich nichts? Doch, also du kannst mir vielleicht irgendwie über 2 Meter was rübergeben. So ist gut. Lecker.